Jo Leute, willkommen zu einem neuen Angespielvideo von mir allein heute. Ich habe gedacht, ich führe mal wieder ein bisschen diese Reihe fort. Hab gerade Zeit und es gab bei Steam wieder ein paar Spiele. Beziehungsweise eins, das andere war das Elder Scroll Skyrim 5, aber das kennen ja viele Leute. Deswegen habe ich mir jetzt das andere Premium-Spiel genommen, das Crime Mana Store. Ich habe keine Ahnung, um was es in dem Spiel geht. Sound passt soweit. Quickcasting, FPS, ja. Lassen wir es mal so. Hacken wir mal rein. Maximale Ping 50. Das scheint mir ein Online-Spiel. Gehen wir mal auf diesen Server. 13 von 14. Auch nicht. Ah, doch. Hat ein bisschen gelaggt. Fire. Lightning. Der gefällt mir. Also, QIR, FR, Class Unity, Class Ultimate. Wie heißt es zum Laufen? Shift zum Mana Step, Jump zum Springen, Leertaste, Third Person. Okay. Dann gehen wir mal rein. Ah, okay. Also, so kann ich springen. Scheint mir einfach meine Leute zu sein. Scheint mir einfach ein Ego-Shooter zu sein. Was hat Person? Nein. Also, jetzt fangt's an. Ah, fuck doch die Henne. So? Nein. Ach, ich habe keine Ahnung, wie ich Third Person mache. Ich so kann ich schneller laufen. Jetzt brauchen wir noch ein paar Gegner. Minimap haben wir auch. Was das ist, das sollte ich bestimmt nicht rein. Alter, eine Ulti. Killing Spree. Fuck. Oh, das habe ich gegrillt. Also ich bin noch nicht ganz so durchgestiegen. Also das ist Captain the Flag Modus. Wie lange machen wir denn? Ja, auch ein Bällchen. Capture the Flag, die haben uns schon 2 Punkte weggenommen. Oh. Ich krieg schon wieder hart auf die Fresse. Ich bin wieder tot. Obwohl ich noch das halbe Leben habe. Ja, das Spiel ist noch in der Alpha. Also, so wie es da unten steht, ist noch eine Alpha-Version. Boah, Alter, geben die uns fett auf die Fresse. Ja, gut, die Runden sind ziemlich kurz. Es gibt aber echt Spieler, wo das Spiel spielt, von dem her. Kann es nicht mal so Bullshit sein. Und jetzt? Ja. Wird's hoffentlich gleich weitergehen. Nehmen wir mal eine andere Klasse. Die Klasse. So. Aha, das sieht schon mal interessant aus. Da kann man sich so ein bisschen teleportieren. Am Arsch! Alter! Töte ihn! Töte ihn da rein. Stirb, du Sack! Glaubst du das? Warum stirbt der Arsch nicht? Aber ich sterbe! You have been killed. Ah doch, ich hab ihn getötet? Ich wollte nicht tap. Nein. Ich werde gekillt. Warum hat der noch so viel Leben gehabt? Irgendwie verstehe ich das Spiel nicht ganz. Aua. Der hat 1000. Warum hat der 1000 Leben? Irgendwie kommt mir das Spiel ein bisschen hart verarschen vor. Warum der so viel Leben hat und ich habe nicht so viel. Gut, ich kann mal meine Ultis mal einsetzen. Gut, das war eine Ulti. E und R und T sind auch noch Ultis. Ah,
Ah, das war der Meteoritennagel. Das ist auch eine Ulti. Ich habe ihn gehittet. Wo ist er? Wo ist der Arsch? Da ist er. Alter, das sind zwei! Oder auch nicht. Die haben viel mehr Leben als ich. Das ist doch unfair. Dass das unfair ist. Das, ich, keine Ahnung. Und dann campen sie am Spawn rum. So. Habe ich jetzt endlich jemanden getötet? Nein. Aber der ist doch tot. Oh. Irgendwie brenne ich. Habe ich jetzt einen? Nein. Das Spiel ist doch Bullshit. Was ist das jetzt? Keine Ahnung. Jetzt! Jawohl! Einen getötet! Nachdem ich 10.000 Mal wieder verreckt bin. Was habe ich denn noch in Null? You have been killed by. Au! Du bist 1000 Health im Mining. Okay. Aber einen Kill habe ich mal zumindest, ne? Jetzt habe ich wieder meine Ultis. Ah, das ist meine. Der hat irgendwie ein Schutzschild. Jawohl, noch ein getötet. Wenn man das Spiel ein bisschen beherrscht. Das ist gar nicht mal so unten. Wow, ich habe 5 gekillt? Habe ich jetzt 5 getötet? Gut, das verstehe ich jetzt auch nicht. Oder vielleicht Punkte? Eh. Oh Mann, okay. Das war nix. Da hat er mich gekriegt. Ja, gut. Wir verlieren zwar wieder hart, aber... Die Ulti sind cool. Ja, Mann, verbrenne, du Sau. Und noch einen gekillt. Alter, wie ich abgebe, wie Schmitz Katze. Komm rum, komm ums Eck. Oh oh, oh oh. Der wollte mich hart natzen da, ne? Right, jetzt bin ich auf einer Killing Spree. Kill Streak, naja. Oh, das kriegen meine das ab. Liegt einer von uns, kann ich ihn wiederbeleben? Nö. Hart gegeben, du Sau, ne? Boah, wie ich abgehe. Ah, was bringt mir das eigentlich? Ah, das heilt nicht. Aber irgendwie... Also, ja.
Anscheinend spielt jeder mit diesem Feuerdinger. Aber ich gehe ab, ich will's ganz stirb. Ah, hab ich dich noch gekriegt? Ja, ich bin auch gleich down. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal und ich mache mehr Kills als die anderen, wo das bestimmt schon Weile spielt. Entweder sind das total die Lappen oder ich bin einfach nur der Burg vom Acker her. Alter, ist das ein scheiß Spiel. Also es kann nichts taugen, wenn ich das Spiel zum ersten Mal spiele und gleich einer der Besten auf dem Server bin. Ja gut. Das war jetzt mal ein bisschen blöd. Double kill. You have been killed? Also. You were been killed. Aber einen habe ich auch noch gekriegt. Ich bin echt einer der Besten auf dem Server. Oh, will ich mir verlieren? Nein. Victory? Ja, verloren. Score 7 zu 12. 12 zu 7, ja, das ist okay. Zweiter Platz. Eins machen wir noch und dann würde ich mal schon zur Fazit kommen, weil es sind schon 20 Minuten rum. Also es sind relativ schnelle Runden. Die Grafik, ja, ein bisschen. Ja, mal den hier noch. Die Grafik, ja, für ein. Kann ist das Free to Play? Für ein Alpha-Spiel, sagen wir jetzt mal. Kann man es lassen. Aber. Haben wir überhaupt Gegner? Ja. Also ich bin rot. Ich hab gedacht, warum bin ich so nah dran? Gut, der hat die gleichen Attacken. Nur auf Eis. Aber alle rennen sie mit dem Dinger darum. Ich weiß zwar nicht, was der für eine Ulti hat, aber ich denke auch mal, dass sie ordentlich reinsackt. Nö, da komme ich nicht durch. Alter, das bin ich. Ist ja jetzt down, ne? Alter, willst du mich verarschen? Hier kann ich doch klasse. Dann nehme ich mir lieber den, mit dem kann ich einigermaßen spielen. Wo sind wir denn hier? Mit dem habe ich eben gut abgeräumt. Also ich bin rot. Wäre mal geil, wenn ich eine Runde gewinnen würde mal. Unstoppable. Ah. Oh. Boah, Alter, Junge, wie die mir geben. Ah, der Baum ist auch cool. Das sind bestimmt schon geile Kräfte mit dabei, so ultimativ-technisch. Mr. Krabs, ne, die Krabbe. Ich glaube, in dem Haus geben wir uns jetzt aber hart auf die Fresse. Stirb, du Magier! Bastard, du lass meinen Freund in Ruhe! Oh, das waren zwei Gegner. Ui. Ui, ui, ui. Och man, warum ist das alles so dämlich? Wir verlieren den da hinten. Warum hat den keiner? Der ist blau. Die Krabbe. Stirbt. Alter, wie konnte der sich teleportieren? Da hinten ist die Krabbe. Aua.
Ah, gehört schon wieder uns. Ja, warum kann der sich teleportieren? Das ist gar nicht nett. Du kannst dreimal diesen Sprung einsetzen. Dann ist deine Energie weg. Und danach bist du am Arsch lahm. Da ist ja diese Schwerekraft-Bubble. Hammer, 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 sicher, sicher. Jawohl, Mr. Jolly ist auch weg. Haben wir den Punkt? Den Punkt haben wir. Ja, komm rein, dann kriegst du auf die Fresse, du Arschgeige. Ja, kommst du doch nicht mehr, hä? Hast du doch nicht mehr so viel Eier? Oh doch. Gehört uns, verlieren wir. Wir haben, wir verlieren einige Punkte. Ich guck mal, ob ich den Punkt kriege. Ah, gefailt. Ah. Jetzt kommt schon, jetzt brauchen wir noch einen Punkt. Holt ihn euch! Holt euch den Punkt! Los, Schluss! Hopp, 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 hopp! Go, 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 Gadget! Jawohl, Sieg, Victory! Nein, wir verlieren den letzten Punkt, Mama! Ach nö! Killing spree. Wohin gehen wir? Einer geht dahin. Sollten so ein bisschen verteidigen. Ah, das Spiel ist doch Bullshit. Das hat man beinahe gewonnen, aber nö! Jetzt rennen alle wieder dahin und dann können sie von hinten uns. Die Punkte wegnehmen, ihr. Ah, ihr seid doch Idioten. Aber was willst du denn da machen? Wenn du so viele Gegner hast, da kannst du nichts machen. Wenn du nichts machen kannst. Whipple Kill. Wie habe ich denn? 15-4. Wow, ich bin eigentlich nicht so laut. Eigentlich richtig gut. Oh, ich nehme jetzt 7 Punkt. Komm schon. Und jetzt den letzten, geht drauf! Attacke! Jetzt verlieren wir wieder einen Punkt! Entweder sind das alles nur Noobs, wo hier spielen, oder die können diese Punkte nicht halten. Jetzt nimmt einer den Punkt noch. Ihr müsst die Punkte halt schon einnehmen und halten. Hammer. Oh, jetzt den da und die anderen zwei holen sich den da hinten. So, den haben wir. Jetzt verlieren wir den anderen wieder. Boah. Mann, 29. Was, ich weiß nicht, wie ich die Leute töte. Das ist das Himmel, ist genauso für ein Arsch.
Also wir führen mal Haus hoch. Also wir mal Haus hoch und Punkten herführen. Also Fallschaden gibt es hier auch nicht in dem Spiel. So, und jetzt aber. Es nimmt die... Aua. Schieß doch einer auf mich. Viel Leben hat er nicht mehr gehabt. Achso, du kriegst auch Punkte für das Einnehmen von den Dingern. Ach so. Ich denke mal, dass ich hier hochkomme. Haben wir den Typ jetzt endlich da oben oder nicht? Ich denke schon. Wie er hochkommen ist, würde ich trotzdem gerne wissen. Ein Punkt noch. Da hinten noch. Ich habe meine Ultis, habe ich, jawohl. Das sind schon wieder zwei Punkte. Gut, den kriege ich hier. Ist kein Problem. Ich würde jetzt gerne mal die Aufnahme beenden. Macht mal hin. Gut, diese Runde ist schon mal besser als die vorher gehen alle zusammen. Tötet er uns alle. Wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Er hat es halt gemacht. Ja gut, er hat uns in seiner Ulti gefangen. Also, das gehört schon uns. Die Graviton-Dinger sind auch übelste Angriffe. Der steht einfach nur da. Ich weiß nicht, ist es ein Bug oder? Ah, möglich. Aber ich spiele jetzt keine 7 Minuten mehr. Das können sie mich mal. So. Hab ich. Hab ich! 36 Leben hat er noch! Steht ja schon wieder da oben, dieser Bastard! Haben wir den Punkt, ja. Oh, super. Aber viel Bunny Hopping kannst du hier betreiben.
Old ass bastards. Na, Mann! Haben die schon wieder 3-4 Punkte. Puh. Das war gut. Das war gut. Ja, komm, machen wir halt noch die 5 Minuten, weil ich glaube, das Spiel wird eh nicht. Man kann es nicht gewinnen, also man hat wirklich das absolute Noob-Team bei sich. Oder Gegner sind absolute Noobs. Fazit. 5 Minuten vor Ende. Ja, es könnte unterhaltsamer sein. Also ich finde es jetzt nicht so bombastisch unterhaltsam. Es ist ein typisches Capture the Flag, wo man halt Punkte einnehmen muss. Hat ziemlich deftige Ultis. Es gibt keinen, ich weiß nicht, ob es Heiler oder so irgendwelche Klassen gibt. Die Attacken sind alle relativ klein, so Energiestrahle, wo du abschießt. Natürlich gibt es Feuer, Wasser, Luft, Schwerkraft, wo du dann einsetzen kannst gegen die Leute. Das Springen, ja, geht auch so einigermaßen klar. Wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat, geht das eigentlich recht gut von der Hand. Viel Laune macht das Spiel nichts, also ich habe jetzt zwar nur diesen Mode gespielt. Aber er macht mir weder viel Spaß noch reizt er mich, das Spiel länger zu spielen als nötig. Warte, meine Ulti ist noch nicht bereit. Jetzt? Noch nicht? Oh Gott, jetzt bin ich verpasst. Warum war meine Ulti? Also, das ist die Ulti. Ach so, okay. Half for Help. Ja, es ist kein schlechtes Spiel, es ist aber auch kein schönes Spiel. So ein Mittelding, so ein Mittelmaß, so. Keine Ahnung. Und was man das jetzt vergleichen kann, das kannst du glaube ich. Wir haben noch nicht so ein Spiel gehabt. Ja gut, es gibt viele Spiele, wo es so ähnlich sind. Es ist ähnlich ein Ego-Shooter, einfach nur mit Magie. Wo man dann rumrennt, mit Magie. wo man halt rumrennen muss, die Leute töten. Die Punkte einnehmen. Aufpassen, dass man nicht selber getötet wird. Puh. Was soll ich sonst dazu sagen? Du kannst es nicht richtig verteidigen. Die haben jetzt aber ordentlich Punkte gut gemacht. Du kannst. Aua. Wo? Oh. Also, wir haben den Punkt eingenommen. Du kannst es jetzt nicht richtig verteidigen, so. Weil es einfach nur 5 Spieler sind in dem Team. 5 gegen 5. Zumindest auf diesem Server. Oder 6 gegen 6. 7 gegen 7. Keine Ahnung. Es ist aber jedenfalls sehr weitläufige Maps, wo es schwer ist, die Punkte effektiv zu halten. Da ist er. Es ist sehr schwierig, diese Punkte zu halten, ohne dass der Gegner. Ihr habt sie eben gesehen gehabt, wir haben eigentlich alle Punkte gehabt bis auf eine und dann haben sie uns hart gefickt. Meine Ulti noch geschmissen, aber jetzt habe ich auch noch Minuspunkte gekriegt. Kann man, ich weiß nicht, ob Friendly Fire online ist. Das ist auch ein Mysterium. Wo du spawnst, ist es eigentlich auch immer random. Wenn du einem einen erwischt hast und der merkt, ist er eigentlich so gut wie tot. Stirb! Nein, 100 Leben haben wir noch gehabt. War knapp. Victory, wir haben wieder verloren. Also, ich bin, sag mal, ich spiele das Spiel jetzt 30 Minuten und bin einer der Besten auf dem Server. Von dem her, nein. Es ist nichts.
Man kann das Profil noch angucken. Ich habe 28 Kills, 28 Tode, HD von 1, Experience 8, Level 4, innerhalb von 30 Minuten, 2 gespielte Matches, Win-Ration. Doch, ich meine, zweimal gewonnen. Okay. Deswegen würde ich sagen, das Spiel absoluter Bullshit. Na gut, Bullshit nicht absolut. Also das Bullshit ist nicht schön. Ich habe keine Lust mehr. Deswegen höre ich auf, lösche es sofort wieder. Wenn ihr es wollt, hier steht der Name. Quimol Main Mana Storm. Es ist nichts. Tut's euch nicht an, glaubt mir. Bis zum nächsten Angespielvideo. Bis dahin, tschüss.